Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier in TSV. Wir sind weiterhin unterwegs mit unserer Lok, in unserem Triebwagen, keine Lok, unser Triebwagen, Baureihe 442, Leipziger S-Bahn im TSV, mit unserem viel zu verspäteten Zug. Wir haben nämlich schon 15 Minuten, 20 Minuten Verspätung aufgrund meiner super Fahrweise in der letzten Folge. Ich will mal gucken, dass wir vielleicht ein bisschen was davon wieder reinholen können und zumindest nicht noch mehr verursachen. Weil so langsam wird's heftig. S-Bahn-Verspätung ist man normalerweise nicht so viel gewohnt. Aber es kommt davon, wenn man immer wieder irgendwelche Fehler macht. Dauernd Zwangsbremsungen aufgrund irgendwie, dass man die Geschwindigkeit nicht eingehalten hat. Und öfters mal mit der Notbremse gebremst und sie vergessen am Bahnhof wieder zu lösen. So Aktionen halt. Das kostet natürlich alles sehr, sehr viel Zeit und sorgt dafür, dass wir mittlerweile wirklich eine hohe Verspätung aufgestaut haben. Wir sehen hier schon, Chortau ist die nächste Haltestelle in 3,6 Kilometern und wir sind jetzt schon 7 Minuten zu spät. Das heißt, die 15 werden es werden vor der Verspätung. Denke ich mal. Und ich glaube auch nicht, dass wir jetzt irgendwo noch einen Puffer haben, um wieder einigermaßen aufzuhören. Den Bitterfeld hatten wir, glaube ich, zu 1-2 Minuten, aber die haben wir dann halt direkt wieder verballert, als wir danach irgendwie über 165 gekommen sind und direkt wieder Zwangsbremsung reingekriegt haben. Also da... Ich denke mir immer, dass ich nicht beim Zugbier mitmache. Beim Zugbier-Livestream, da wäre ich ja blau nach 5 Minuten. So... müssen aufpassen, dass wir wirklich nicht wieder über 165 kommen, das wäre doof. Ich muss mal gleich mal gucken, ob ich den Tempomat wieder reingestellt kriege, weil ich habe das jetzt mal hingestellt. Aber wir haben gleich schon wieder halt, also so viel Zeit haben wir nicht mehr. Meine Damen und Herren, wir erreichen Chortau Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. War wieder ein bisschen stark gebremst, obwohl geht eigentlich sogar. Schaffen wir mal die Maxbremse jetzt noch runter? Nee, das wird wieder viel zu viel. Alter. Wir räumen wieder mega dran vorbei. Wir sind jetzt noch bei 50. Nee, keine Chance. Alter. Diese Doppeltraktionen sind schwer runterzukriegen von der Geschwindigkeit. Also irgendwie schätze ich das sehr oft falsch ein. Dass ich denke, dass ich da stehen bleibe, aber. So. Das ist wieder der erste Zug, an dem wir vorbeigerollt sind, ne? Ja. Sogar mehr diesmal. Guckt euch das mal an, wie weit wir an dem Bahnhof dran vorbeigerollt sind. Oh. Stehen wir überhaupt noch am Bahnhof? Ja, gut, mit letzter Zeit höher. Dass er das noch zählt. Das ist echt ein bisschen peinlich, wie ich gerade fahre. Ich habe eine Ausrede. Ich bin öfter nicht mehr TSW gefahren. Da bin ich ja sogar in den letzten Train Simulator-Folgen besser gefahren. Wo ich in Konstanz-Willingen gefahren bin. Diese Nachtfahrt, da habe ich auch Option 20 gehabt, aber da bin ich besser gefahren als jetzt diesmal. So. Ja, aber gut, das stoppt wenigstens nicht noch mehr für mehr Verspätung, wenn wir so völlig quer am Bahnhof drauf vorbeihalten. So, und jetzt... Türen verriegeln. Türen verriegeln, genau, rechts. So. Und es kann wieder weitergehen. Rackwitz, Leipzig. Wir sind, kommen jetzt schon in Richtung Leipzig, also so langsam nähern wir uns Leipzig. Da kommt noch ein Gegenzug. Der so denkt, ey Kollege, wie viel spät bist du denn? Die grüßen uns die ganze Zeit, ne? Wie mache ich denn, müsste den Lichtmodi umstellen, ne? Da gibt es sowas wie Lichthupe. Eigentlich ist es ja Lichtmodi auf volle Stärke und wieder zurück, wie die uns grüßen. Das können wir eigentlich auch mal machen, zurückgrüßen dann. Schon jetzt habe ich schon Enter gedrückt. Aus Train Simulator Angewohnheit habe ich jetzt Enter gedrückt, aber dann auch gerade in der richtigen Sekunde noch gedacht, ist ja cool, bevor wir jetzt hier noch mal eine Sieferzwangs haben. Hatten wir schon eine Sieferzwangs? Ich glaube auch. Ich glaube, wir haben alles durch mittlerweile.
so. 116, 117. Aber immer wieder schön, den Lack zu fahren, finde ich. Also die Strecke sieht halt wirklich wunderschön aus. Also es liegt an TSW. Das ist echt cool. So. Wie viel haben wir noch? 2,6. 13,51. Sollten wir da sein? 13,58 haben wir jetzt schon. Das sind bestimmt 10 Minuten. Bestimmt 10 Minuten Verspätung, kann ich mir zumindest gut vorstellen. Hätten wir wieder 160, aber wir sind noch bei 160. Oh, und ab 160 nicht, dass wir gleich bei 165 kommen. Dann eine schöne Zwangs reinkriegen. Hätte ich jetzt auch wieder Lust zu. Nein, hätte ich nicht. So, bremsen. Meine Damen und Herren, wir erreichen Rackwitz. Ausstieg befindet sich in Fahrtrichtung rechts. Das war jetzt wieder ein bisschen zu stark. Oh, jetzt habe ich die Notbremse reingestellt. Das wollte ich gar nicht. Jetzt wieder falsche Richtung. Jetzt muss ich natürlich die Bremse erstmal wieder lösen. Bevor wir weiterfahren können. Schwachsinn. Schwachsinn, Schwachsinn. Dass mir das sowas noch passiert, immer wieder in die Notbremse. Weil ich dann außerdem nochmal zu weit in die eine Richtung gehe und dann hat er halt direkt die Notbremse drin. Und ja, war dumm. So, jetzt sollte es weitergehen. Also wirklich unprofessionell, wenn ich fahre. So, Rackwitz. Und dann Bremse, Bremse rein. Noch weiter, noch weiter. So. Und dann würde ich sagen, Türen auf. Da stehen wir sogar ganz gut, aber gut, wir haben ja auch ein zweimal angesetzt. Warum renne ich jetzt schon wieder am Bahnhof rum? Keine Ahnung, weil ich es kann. Ich kann doch hier auf diese gammelige Holzbank setzen. Ist auch schön. Schöne alte gammelige Bahnhofsholzbank. Was gibt Schöneres? So. Ach, ich bin doof. Ja, hier komme ich ja gar nicht durch. Ah, jetzt wird es echt knapp vor der Zeit her. Es kommt aber, wenn ich habe schon Verspätung und mache da noch so komische Spirenzchen. Dann ist kein Wunder, dass ich nicht schaffe. Aber schaffe ich. Locker. Bin ja hier ein guter Sprinter. Das ist zum Ausgleich, weil der Lokführer auch mal ein bisschen Bewegung braucht. Rennt er immer noch über Bahnsteig. So, täglich Sport. Ich muss meine Schrittzähler noch höher setzen. Oder so ein Quatsch. Keine Ahnung. Mache ich ja auch neuerdings, dass ich hier viel Schrittzähler habe. Nein, schon wieder Notbremse. Oh, fuck, schon wieder falsche Richtung. Ja, ich kann jetzt nicht direkt abfahren, ist das Problem. Oh, das ist doch Schwachsinn. Schon wieder auf Notbremse gegangen. Alter, das wird die höchste Verspätung, die ich jemals hatte. So. Und dann würde ich sagen, geht es weiter jetzt. Also ich kann mich wirklich an keine Folge daran erinnern, dass ich so viel Verspätung hatte. Aber kann auch sein, dass ich schon mal hatte. Keine Ahnung. Jetzt bitte. Nein. Jetzt bitte. Hallo. Ist gelöst. Aber ich hatte mit der PCB dafür das auch nichts zu tun haben. Hallo? Oh, was ist denn jetzt schon wieder los? Jetzt fährt er wieder nicht an. Wahrscheinlich, weil es zu früh... Ach, komm. Fahr bitte, fahr. Ey, das kann nicht wahr sein. Warum fährst du denn jetzt nicht? Alles gelöst, Bremse gelöst. Oh, verdammte Scheiße, jetzt fahr los. Das kann doch nicht wahr sein. Jetzt fahr bitte, fahr. Fahr einfach.
kostet gar nichts. Passiert nichts. Warum komme ich jetzt? Das kann nicht wahr sein. Das habe ich alles schon gemacht hier. Stromabnehmer dürfte oben sein. Würde mich wundern, wenn ich den aus der runtergenommen habe. Habe ich auch nicht. Bremse ist gelöst. Die andere auch. Und die Bremse ist ja auch gelöst. Und er lässt mich einfach nicht losfahren. Ich verstehe ich gerade wirklich nicht. Nee, passiert gar nichts. Okay. Da mache ich jetzt Trick 17. Ich gehe jetzt mal doch mal in die Notbremsung und versuche dann nochmal loszufahren. So. So, jetzt sind wir wieder in der Notbremsung. Wir müssen natürlich warten, bis die Hauptluftleitung wieder frei ist. Oder, der Rot ist ja gar nicht die Hauptluftleitung. Das ist ja. Ja, auf jeden Fall die Bremslüftung in Ordnung ist. Meine Damen und Herren, aufgrund einer Störung am Wagen verzögert sich unsere Weiterfahrt um weitere Minuten. Wir bitten dies zu entschuldigen. So, könnte ich jetzt mal weiterfahren, bitte? Passiert gar nichts, da passiert wirklich gar nichts. Ach, ach nein, die Türen waren offen. Och. Doof ich bin. Wie doof ich bin. Oh, verdammt, das. Ich habe jetzt mit allem berechnet, aber nicht mit den Türen. Irgendwie passiert noch gar nichts, ne? Türen sind zu. Nee. Gelöst, ja. Nee, immer noch nicht. Da willst du mich verarschen oder was? Gelöst, 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 gelöst. Verdammte Scheiße hier. Mann. Alter, mach mich nicht wahnsinnig. So. Wie lange stehe ich jetzt hier schon? 5 Minuten, um versucht diesen Zug wieder zum Gang zu kriegen. Nee, passiert gar nichts. Ich hätte jetzt gedacht, das lag an der Tür, aber liegt es anscheinend doch nicht. Gehen wir wieder auf neutral. Ja. Jetzt wieder nach vorne und jetzt. Nein, kommt gar nichts. Es kommt einfach keine Leistung. Ich verstehe es gerade nicht wirklich nicht mehr. Jetzt sitze ich hier wirklich seit 5 Minuten und kriege diesen Zug nicht zum Laufen. Okay, wir machen nochmal Trick 17. Wir gehen nochmal in die Notbremsung. Gucken wir, ob wir dann vielleicht. So, jetzt lösen wir das Bremse nochmal. Bremse nochmal lösen. Ob es an der Bremse liegt? Ich weiß nicht, ob es an der Bremse liegt. Ich weiß gerade echt nicht, woran es liegt. Wir sind ja neutral. Ach, wir sind im. Ich dachte, wir gehen in neutral. Scheiße. So. Und jetzt dürfte es weitergehen, ne? Ah, jetzt kommt einfach keine Leistung. Jetzt verstehe ich wirklich nicht mehr, woran es liegen könnte. PCBWF, wo haben wir denn hier die Lok ausschalten? Ich mache sie jetzt nämlich aus. Hauptschalter aus. Jetzt schalte ich den Hauptschalter wieder ein. Jetzt muss ich erstmal alles. So. Wir machen die. So. Dann machen wir das nochmal. Jo. Und jetzt probieren wir das Ganze nochmal. Wenn dann nach vorne. Und jetzt will ich. Ich verstehe nicht, warum dieser Zug nicht mehr weiterfährt. Also, jetzt bin ich wirklich völlig überfragt. Türen waren noch zu. Guck
nochmal raus, aber die Türen sind doch zu. Zeig mir doch an, dass die Türen zu sind. Die sind offen. Nochmal probieren. Irgendwas stimmt bei der Tür nicht. Die Türstörung. So. Jetzt gucken wir mal, ob alle Türen zu sind. Ja, auf beiden Seiten Türen zu. Und jetzt bitte losfahren. Nee. Ach, wir müssen wieder warten, bis er hier die 5 hat. Und dann schauen wir, ob es jetzt losgeht. Alter, wir stehen jetzt bestimmt seit 20 Minuten hier und kriegen den Zug nicht an. Ich glaube, den Zug würde man normalerweise jetzt rausnehmen. Also nur mit dieser Verspätung würde man den Zug jetzt rausnehmen. Vorwärts, ja. Und jetzt, ja, jetzt geht's. Alter, hat das gedauert. Ich glaube, die Türen waren nicht richtig zu. Die waren ja nicht zu. Ich dachte, die wären zu, weil rechts oben auch nicht mehr stand, Türen schließen. Links oben. Deswegen war ich davon ausgegangen, dass ich die Türen zugemacht habe jetzt gerade. Und die waren dann nicht zu. Okay. Ach, wir dürfen nur 45. Oh nein. Oh. Ich habe mit einem gerechnet, aber nicht, dass wir noch... Das ist doch alles schwachsinnig. Oh. Warum dürfen wir jetzt nur 45? Wir haben noch keine Zwangsinfolge gekriegt. Ja, fahren wir trotzdem weiter mit 45. Okay. Einverstanden. Ich muss warten, bis sich alle wieder gelöst hat. Alter, was für eine Verspätung wir jetzt gerade hier drin haben. 30 Minuten mindestens. Also 9. 56 sollten wir da sein. Ach du Scheiße. Oh, Alter. Dann geht's weiter. Wir dürfen noch 45 dran denken. Ich will da jetzt wieder raus. Komme ich wieder raus? So, nee. Lässt er mich nicht. Doch, lässt er mich raus. Okay. Ach, wahrscheinlich. Ah, weil wir so lange gestanden haben, hat er das. Stimmt, ich habe den Hauptschalter ausgeschaltet und war wieder im Startprogramm. Ja, eigentlich logisch. Habe ich aber nicht dran gedacht. Glaube ich. So, Leipzig Messe. Mich interessiert wirklich mal die Verspätung gleich. Wir sind jetzt bei 14 Minuten. Aber das ist ein neuer Verspätungsrekord, hundertprozentig. Das sind mindestens 20, 30 Minuten, was wir jetzt hier haben. So. 14.724. 160 km/h liegt vor uns. Aber die fahren wir eh schon aus, also alles gut. ...2,6 km noch bis zum nächsten Halt. Nein, die Türen zu. Ich will nicht vor der Fahrt die Türen aufmachen. Es wird doch nicht gehen, aber trotzdem. Wahrscheinlich verursacht das trotzdem eine Zwangsbremsung. Ich hab's noch nie ausprobiert. Leistung, Bremse rein. Oh, die 120, die wurden aber ganz spät angezeigt. Die wurden aber echt spät angezeigt. Jetzt kriegen wir eine Zwangsinfolge dafür, hundertprozentig. Ne, kriegen wir nicht. Glück gehabt. Die wurden mir viel zu spät angezeigt. Da habe ich nicht drauf geachtet. Müsste ich mal auf die Zeit, ich glaube, ich sollte mal alle Sachen ausschalten, sodass ich dann auch auf die Begrenzung an der Seite der Strecke achten muss. Dann verlässt man sich nicht so auf diese Teile. Das ist schon ganz praktisch. Und oh, wir müssen bremsen. Meine Damen und Herren, wir erreichen Leipzig Messe. Wir haben im Moment eine Verspätung von 22 Minuten. Wir bitten dies zu entschuldigen. Für alle weiteren Anschlüsse achten Sie bitte auf die Durchsagen am Bahnsteig. Ausstieg in Fahrtrichtung links.
Stehen wir hier vor dem Bahnhof? Ne, wir stehen nicht vor dem Bahnhof drin. Ich wollte gerade schon sagen. Ja, doch, ganz knapp stehen wir, glaube ich, drin im Bahnhof. Wollen wir mal gucken. Einfach mal nach hinten durchgehen, weil wir ja voll Zeit haben dafür. So. Ja. Doch, das ist sogar, wir stehen sogar voll im Bahnhof drin. Hätte ich gar nicht gedacht. Letzte Tür ist zwar, oh nee, die steht ganz knapp daneben. Ups. Doch ein paar Meter zu früh angehalten. So, aber das sollte jetzt in dieser Folge echt das geringste Problem sein. Zack. Hinsetzen und Tür zu. Und Türen verriegeln. Und weiter geht's. Was ist denn jetzt schon wieder mit der Leistung? Habe ich wieder zu früh? Hallo? Was ist denn jetzt schon wieder los, Leistung? Ja, jetzt wieder so ein Problem. Das ist doch gelöst alles hier. Ja. Jetzt, sehr schön. Okay, ich dachte jetzt schon wieder, stehen wir wieder 20 Minuten hier. Leipzig Nord kommt als nächstes. Ich vermute, mit der Verspätung hätten sie wahrscheinlich den Zug rausgenommen. Die S-Bahn. Irgendwie hier ein Messer enden lassen. Und da hätte der jetzt hier für abgestellt, erstmal, bis er den nächsten Einsatz hat. Das bringt ja so nichts. Blockiert ja nur den ganzen anderen pünktlichen Verkehr. Und so viel Verspätung, dann sollen sie lieber in den nächsten Zug umsteigen, der dann in einer halben Stunde kommt oder so. Gut, dass es nicht zur vollen Stoßzeit ist, dass es nur so um 13 Uhr ist oder so. Da ist jetzt schon viel Verkehr, aber mal Feierabendverkehr, das wird dann noch witziger, wenn die ganzen noch mehr, deutlich mehr Pendler unterwegs sind. Dann wird das witzig, sowas. So, jetzt sind wir schon in Leipzig, wie man sieht. Oder wenn die Strecke ein bisschen sieht. Und vor allem in der Haltestelle, Leipzig Messe, jetzt kommt Leipzig Nord und danach kommt Leipzig Hauptbahnhof, da geht's in den Tunnel. Und ich würde am liebsten am Ende der Folge echt mal ganz kurz mich in Konnewitz hinstellen und warten, ob der nächste Zug direkt hinterherkommt. Das wäre glorreich. Wenn wir dann in Konnewitz stehen. So, 1,5 Kilometer noch. Oh, wir haben Bremsen. 100. So. Geht jetzt hier rechts raus. Jo, fahren wieder hier die Kuhle runter und hoch. Ich weiß gar nicht, ob man das muss, um nach Leipzig Nord zu kommen. So. 80 haben wir in 1,7 Kilometer, aber das passt doch. Meine Damen und Herren, wir erreichen gleich Leipzig Nord. Ausstieg in Fahrtrichtung links. Oh, Leistung, ja, ich wollte bremsen. Das wird nichts, da rolle ich schon wieder dran vorbei. Ich sehe das schon, ja. Oh, ja, das lag daran, dass ich einmal kurz Leistung zwischendurch aufgeschaltet habe. Das ist aber auch wieder der erste Zug, glaube ich, dran vorbei, wie ich jetzt fahre. So. Links hat Regeln. Gucken wir mal, wie weit wir dran vorbeigerollt sind. Ja, wie gesagt, erster Zug da vorbei gesetzt. Das ist echt nicht glorreich, wie ich gerade fahre. Ich wünsche mir wieder so eine ganz ruhige Folge, wo ich eigentlich alles gut mache. Aber ich glaube, dann wäre es auch nicht mein Format, wo ich mich an allen Sachen vorbeibremse und alles sowas. So, was haben wir denn? Verspätung sehe ich jetzt gerade gar nicht, aber ich glaube nicht, dass wir Verspätung aufgeholt haben. Und im City-Tunnel können wir keine Verspätung aufholen, das geht einfach nicht bei dem Takt.
So. Und Tür zu. Ach, rechts der Träger, genau. Wieder falsche Seite. Mach zu. Danke. Tür noch zu, wie letztes Mal. Ja, beide zu, gut. Und dann würde ich sagen, Abfahrt. Ein bisschen aufpassen, wir haben ja gleich nicht mehr so lange die 100 hier, sondern das ist ja gleich, die Tunnel ist ja 80. Wir müssen ein bisschen drauf aufpassen. So. Die 80 werden wahrscheinlich direkt. Ich dachte schon wieder, jetzt will er wieder das wirklich bremsen müssen. Müssen wir vermutlich auch, bevor wir auf jeden Fall in Leipzig-Hauptbahnhof sind. Oh, jetzt müssen wir. Das war mit den Bremsen mit den 80 gleich. Da haben wir es schon vor uns. So. Verspätung. Jo, das ist echt 13 Minuten. Moment, aber es werden noch 20 oder so werden. Oh, 60, den habe ich gar nicht gesehen. Verdammt. Nein, jetzt kriegen wir eine Zwangse wegen den 60, ne? Ach, natürlich kriegen wir jetzt eine Zwangse. Natürlich kriegen wir jetzt eine Zwangse. Ich hab gedacht, stimmt, der sind ja 60, dann müsste die Tunnel. Und ich fahre da wieder mit 80 drauf zu. Ach, zum Kotzen. Habe ich eigentlich eine Geschwindigkeitsbegrenzung heute ausgelassen? Wo ich keine Zwangse gekriegt habe, ich glaube nicht. So. Vorwärts, das müsste alles gelöst sein, ja. Jetzt müsste es doch weitergehen. Nee, geht das nicht. Ach ja, weil Bremse gelöst. Ne, Bremse noch nicht gelöst. Okay. Jetzt geht es gleich weiter. Ja, und jetzt bitte. Jo. Also so eine Verspätung ist es schon echt krass. Nicht mehr schön, sowas. Jetzt hier schön den Citytunnel rein. Wie gesagt, ich finde es immer noch schade, dass man hier oben nicht in Leipziger Hauptbahnhof mal reinkommt. Das könnte man vielleicht als Update nochmal bringen, dass man auch mal von nach oben fahren kann. Passiert ja auch mal. Jetzt sind wir wieder 80? Aber ich meinte doch 80 im City-Tunnel. War nur in der Kurve die 60. Okay. Meine Damen und Herren, wir erreichen Leipzig Hauptbahnhof mit einer Verspätung von. Boah, Bremsen. Wir erreichen, meine Damen und Herren, wir erreichen Leipzig Hauptbahnhof, Ausstieg in Fahrtrichtung links. Ich sollte nicht quatschen dabei. Schaffen wir das noch als Zeit? Es geht sogar noch. Wir stehen ja wieder halb im Tunnel, weil ich dabei gelabert habe. Ja. So wirklich toll ist jetzt auch nicht, wie ich hier drin stehe im Bahnhof. Was kennt man ja von mir. So, im ersten Wagen sollte man bei mir nicht mitfahren, weil da kann man nämlich nirgendwo aussteigen. Ich bin echt versucht nachher nochmal, oder jetzt kann ich nicht direkt danach, aber nachher nochmal, wenn ich wieder da bin zu Hause, nochmal eine Tour wieder zurückzufahren, weil mich das so ankotzt, wie ich gerade fahre, dass ich das eigentlich nochmal besser machen möchte. So, Türen auf, Türen zu links. Dann kann es weitergehen. So, 400 Meter noch.
wie gesagt, in diesem Tunnel können wir, ich weiß gar nicht, wie viel wir da beschleunigen können. Nicht so viel auf jeden Fall. Nächster Halt, Leipzig Markt, Ausstieg in Fahrtrichtung links. So, der steht sogar ganz gut im Bahnhof, denke ich mal. Ja, sieht relativ gut aus. Aber keiner hier. Ja, ein paar Leute steigen hinten noch ein. Hier stehen ein paar Leute. So. Dann würde ich sagen, geht's gleich weiter. Ein bisschen haben wir jetzt, aber warum haben wir denn hier so lange Zeit die Fahrgäste einsteigen zu lassen? Das ist auch nicht normal. Hält doch hier keine 3 Minuten, der hält doch hier nur 1 Minute, wenn er. Naja. Dann. Wir fahren ja auch nur bis Konnewitz, das heißt, wir fahren nicht mehr so viele Stationen. Das. Ja, Wilhelm-Leuschner-Platz, Bayerischer Bahnhof, MDR, Konnewitz. Werde ich nicht vergessen haben. Ich glaube nicht. So. Und dann geht's. Bremse lösen, Bremse raus und los geht's. 600 Meter, ein bisschen mehr haben wir jetzt schon. 600 Meter, aber trotzdem. So viel beschleunigen kann man da auch nicht in der Zeit. Wir nähern uns für den Deutschen Platz. Meine Damen und Herren, nächster Halt Ausstieg. Nächster Halt Ausstieg. Nächster Halt Wilhelm-Leuschner Platz, Ausstieg in Fahrtrichtung links. Ein bisschen zu stark gebremst. So. Hier mit schönen Fahrkartenautomaten. Schick, schick. Warum gehe ich zum Fahrkartenautomaten? Ich habe keine Ahnung. Weil ich es kann. Bescheuert. Hier müsste ich eigentlich mal so einen Talk machen, wo ich dann einfach nur mitfahre, sozusagen drin sitze und so. Das wäre auch gut. Also, dass ich dann nicht den Zug selber fahre, sondern einfach nur als Fahrgast. Könnte man machen. Dann würde ich sagen, ja, sind wir gleich durch. Was mich wirklich interessiert, in Konnewitz, ob da wirklich gleich ein Zug direkt danach kommt, wenn unserer wegfährt. So, Tür verriegeln, weiter geht's. Alles gelöst, ja, da können wir direkt wieder weiter. So wie es sein sollte. So wie es eigentlich die ganze Fahrt sein sollte, aber nicht so passiert ist. Alter, jetzt war echt krasse Verspätung, die wir jetzt haben. Halbe Stunde Verspätung. Krass. So, da hinten ist Bayerischer Bahnhof. Meine Damen und Herren, nächster Halt, Bayerischer Bahnhof, Ausstieg in Fahrtrichtung links.
Das war doch mal fast nochmal eine Punktlandung. Wenigstens ein Bahnhof vernünftig angefahren. Naja, fast, aber trotzdem. Ist noch in Ordnung, denke ich. So, nicht viel los hier um 13 Uhr, aber ist wie gesagt mittags, da ist auch nicht so viel los in den Zügen. Ist immerhin trotzdem 20.000 Punkte gemacht. Ich weiß gar nicht, wie viel ich jetzt gekriegt hätte, hätte ich jetzt hier vernünftig, wäre ich jetzt wirklich pünktlich immer gewesen und so. Keine Ahnung, was das für einen Riesenunterschied ausmacht. Jetzt kommt noch MDR und dann kommt, wie gesagt, eigentlich schon Connewitz, ne? Vergesse ich da irgendwas? Kann man nicht auch nachschauen? Ne, hierüber kann man es nicht, könnte man bei Train Simulator immer. So. Auf geht's, weiter geht's. Türen verriegeln links. Und weiter geht's. Max-Leistung und auf geht die Wilde Luzi. ...1,1 Kilometer bis MDR. ...20.583 Punkte. Ich glaube, das hätten wir 30.000 oder 40.000 gekriegt, wenn wir jetzt nicht verspätet gewesen wären. Aber die Punkte sind jetzt auch nicht so das Wichtigste trotzdem. Ist immer ganz schön zu haben. Ein bisschen zu leveln. Meine Damen und Herren, wir erreichen Leipzig MDR, Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Wenn es die ganze Zeit so gegangen wäre. So bremsen und die ganze Zeit so. Das wäre doch schön. Da kommt noch ein Gegenzug. Und dann haben wir vielleicht 40. Stimmt, wir verhalten ja gleich mit Connewitz. Müssen wir gleich aufpassen, das haben wir gleich 40. Müssen wir gleich das Signal auf jeden Fall bestätigen. Ich habe das irgendwie in dieser Folge immer wieder vergessen. Noch. Weiß nicht, noch 2 Minuten. 3, 4 Minuten, dann sind wir da. Dann hat diese Folge endlich, die nicht so ganz so glorreiche Folge, endlich ein Ende. Das ist echt krass, was wir jetzt in Verspätung reingefahren haben. Das ist schon nicht mehr schön. So, Türen zu, rechts bitte. Bremse lösen, Leistung aufschalten und los geht's. Wie gesagt, die 40 müssen wir bestätigen. Wir sind offiziell noch 120, aber die werden sich gleich ändern. Haben wir auch ein gelbes Signal. Logisch, weil wir dann gleich halten müssen. Ein bisschen beschleunigen können wir jetzt aber schon noch, dass wir da noch viel mehr Verspätung reinfahren. So. 21.630 Punkte. Jetzt geht's hier nochmal. Ich frage mich auch, wo es links lang geht. Ist das dann Richtung. Ach, Stötteritz bestimmt, ne? Leipzig-Stötteritz. Vermutlich jetzt einfach mal. Fährt ja auch eine S-Bahn hin. Dass der die andere S-Bahn-Strecke hingeht. Wie gesagt, ich finde es halt cool, wenn noch ein paar mehr S-Bahn-Strecken dazukommen würden.
wenn man das S-Bahn-Netz von Leipzig einfach voll ausbauen würde. Die habe ich. So. Hier müssen die 40 gelten. Wieso? Ich hab doch bestätigt. Bin doch unter 45 Was ist denn jetzt los? Ich bin unter 45 gefahren, hab es bestätigt. Mehrmals. Und er hat es trotzdem nicht akzeptiert, aus irgendeinem Grund. Was soll das denn? Ist das irgendwie kaputt, das System? Hier funktioniert das nicht richtig in dem Spiel? Ich hab's bestätigt. Das ist doch total seltsam, was jetzt los ist. Ich hab's mehrmals bestätigt, das Signal. Das habt ihr gesehen. Unter 45 bin ich gefahren. Und er bremst mich hier trotzdem runter auf einem Windnerzagese. Warum? Verstehe ich gerade nicht. Was soll der Quatsch? Wenn die 45 bleiben, weil wir auch nicht mehr als 45 fahren dürfen. Jetzt sind 900 Meter. Verstehe ich, warum habe ich gerade eine 20 gekriegt? Das ist so eine. Ja, ach komm, jetzt bin ich. Oh, 46 und sofort wieder runter. Mann. Immer diese 1 km zu schnell, weil man es nicht mitrechnet, dass er so schnell beschleunigt. Mach den Scheiß frei und lass mich weiterfahren. Mach ihn frei, ja, ich hab's verstanden. Ich hab's verstanden. Oh, danke, lass mich einfach weiterfahren in Ruhe, bitte. Danke. Bitte jetzt. Ach, das kann doch nicht wahr sein. Ja, jetzt mutieren wir dann wieder den Löwen. Das ist zum Kotzen. Warum? Ich verstehe diese erste Zeugnisse von mir nicht. Ich habe alles bestätigt, aber nein, er bringt mir trotzdem eine Zeugnisse rein. Warum? Jetzt gerade war klar, da bin ich 46 gefahren, aber trotzdem. Was sollte das davor? So, können wir jetzt mal langsam ankommen. Ich brauche keinen Bock mehr. Ach nein, nein, schon wieder für. Boah, das kann doch nicht wahr sein. Boah, schon wieder 45 gefahren. Oh, jetzt bin ich aber unkonzentriert einfach nur. Merkt man, dass ich genervt bin. Und dieses Geräusch geht halt voll auf den Keks. Lass mich einfach weg hier. Mal wieder warten, bis auf der 5 ist. Ach, fuck you. Ich hab keinen Bock mehr. Jetzt mach. Marinezeiger. Und los, jetzt will ich weiter. Meter noch, bis ich endlich mal am Ziel bin. Mach ich aber echt drei Kreuze. Boah. So. Da ist es. Da dürfen wir halten. Nächster Halt Leipzig-Konnewitz. Dieser Zug endet hier. Wir bitten alle Fahrgäste auszusteigen. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Ach, wir gehen nochmal in die Mitte. Ich hätte jetzt gedacht, dass wir rechts hier Bahnsteig halten. Aber gut. Dann wollen wir gleich mal aussteigen. Aus dem Zug. Ach. Kriegen wir jetzt nochmal eine Zwang. Ach, sag nicht, dass wir gerade schneller gefahren sind durch diese paar Meter hier. Willst du mich verarschen oder was? Ja, komm her. Nee, ich will jetzt einmal hier nochmal vernünftig den Bahnhof reinfahren. Ich weiß, das kostet mich wieder ein bisschen Zeit, aber ich will jetzt nochmal vernünftig den Bahnhof drin stehen. Bevor ich die Türen öffne hier. So bringt es ja auch nichts, wenn ich nur mit dem vorderen Teil hier drin stehe. Oh, wow, wow. Ich glaube, die schlechteste Fahrt, die ich je gemacht habe, in einem Zugsimulator. Boah, ist das schlecht.
Dann würde ich sagen, jetzt halten wir mal an. Links sind Regeln. Und aufstehen. Puh, angekommen, endlich. Hier stehen auch schon Leute, wahrscheinlich warten schon auf den Gegenzug. Oder wahrscheinlich ist das mein Zug, der eigentlich schon als Gegenzug fahren sollte. Der eigentlich hier schon wie gesagt, als Gegenzug eingesetzt werden sollte. Der Zug hier. Sie guckt sich ja auch nochmal um. Mal gucken, ob jetzt gleich ein Gegenzug kommt. Das wäre interessant. Ach, guck mal, Verkehrs... okay, ich habe mir nämlich gedacht, hier ist der Boden kaputt. Da muss dann irgendwie noch was geben. Was man kriegt, hat man auch. Noch ein Collectible eingesammelt. Wenigstens eine positive Sache. Eine positive Sache, so. Vollständige Fahrt absolviert. Insgesamt wie viel? 20.000 oder so? Boah. Rapid Transit, das geht ja ganz schön ab. Wie viel Level will ich da noch machen? 9, Level 9 insgesamt, Level 13 und Level 8 mit dem Talent 2. Und alle Halte außer die ersten zwei nicht gelungen. Guck mal, die ersten zwei waren pückisch gewesen und danach bum, 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 bum. Krass, ne? Das ist einfach nur krass. 20 Minuten. 20 Minuten Verspätung? Ich dachte, wir hätten deutlich mehr. Okay. So, Belohnung halten hat eine vollständige Absolviert-Session. Fällt der Zug jetzt weiter? Weg? Ja, dann müsste er ja. Würde mich jetzt interessieren, was jetzt mit dem Zug passiert. Ob der jetzt einfach wegfährt oder ob wir jetzt... Ah, jetzt öffnet er nochmal die Türen. Also der PC hat ja auf jeden Fall schon mal einen Omnibezug. Und jetzt dürfen die Leute auch einsteigen. Und dann wird er wahrscheinlich dann abfahren. Mich interessiert, ob er gleich direkt an einen daherkommt. Der Zug. Ich weiß, dass ihr jetzt. Ihr könnt auch schon abschalten, wenn ihr wollt. Mich interessiert das gerade einfach nur. Ich bleib jetzt so ein bisschen hier und warten auf den Zug. Da hinten noch einer steht gleich schon. Weil wir müssten ja eigentlich alles blockiert haben jetzt. Jetzt fährt er ja eigentlich wieder ab, ne? Mal gucken, in welche Richtung. Ob der jetzt Richtung Hauptbahnhof oder Richtung Dings wieder ab. Ja, guck mal, jetzt kriegt der grüne Signal. Der dürfte eigentlich nicht lange warten hier auf dem... So. Stadtrundfahrtszenario. Und da haut er ab, der Zug. Mal sehen, ob er die Fahrradhütten offen gelassen hat. So. Gucken wir mal. Ne, er hat dazu gemacht. Sehr schön. Kollege hat hier schon ewig gewartet, hat den Zug übernommen. Aber wie gesagt, online wäre so geil, wenn man jetzt online wirklich diesen Planmodus, man hätte nur eine Strecke, das würde ja ganz gut gehen. Wenn einer den Zug fährt und der fährt, der übernimmt der nächste Zug immer wieder. Das wäre halt super. Das würde super funktionieren. Allerdings, wenn dann Leute wie ich fahren, die lauter Verspätung reinknallen, das wäre nicht so geil, aber sonst wäre es cool. Ja, fände ich sehr geil. Fahren ja auch Züge anscheinend, sonst würden hier keine Leute stehen, glaube ich. Kommt hier auf der anderen Seite auch nochmal was an? Oder kommt jetzt? Ich wollte jetzt ja, mich interessiert ja eigentlich, ob da hinten jetzt einer ankommt. Direkt hinterher. Das kann ich mir nicht vorstellen, dass uns keiner im Nacken direkt war. So wie wir gefahren sind. In der Dauer. So. Dann würde ich sagen, da kommt uns doch keiner da. Irgendwas mit Bahnsteigkante. Ich glaube nicht, dass ein Zug. Geil wäre halt, wenn wir den Zug auch ankündigen würden, wann die kommen. 24.706 immer noch Punkte in dieser Session sozusagen. Kommen wir eigentlich hoch? Nee, wir gucken, dass die auf Signal hochsteigen. Juhu. Warum nicht? Gut. Ich glaube, es kommt keiner. Wir können mal ganz unprofessionell hier aufs Gleis drauflaufen. Einfach mal gucken, ob hier noch jemand ankommt. Hinten. Ein Zug. Nee, scheint niemand zu kommen. Ich sehe zumindest keine Entfernung irgendwie einer. Nee. Ich kann nicht. Ich hätte jetzt gedacht, der ist direkt hinter uns einer. Aber ist verschollen, der Zug. Keine Ahnung, wo der ist.
So. Ich würde sagen, dann beende ich hiermit diese Folge. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Macht's gut und tschüss.